Ja, hallo? Was macht ihr hier? Was sind denn die für Feuer? Ich hoffe, es gefällt euch auch zu brennen. Dann eben so. Keine Sorge, das war jetzt nicht aus Versehen. Ich wollte sie machen. Ich kann eh nicht mehr als 5 haben. Obwohl, bei der kann ich es mal versuchen. Hey, nicht betuddeln. Na, klappt's? Ja, dafür gehen andere weg. Also mehr als 5 gehen wirklich nicht. Alles klar. Was sind das für Leckerkisten? Oh. Saufereien sind drin. Und hier vorne ist... Oh. Raubzug, Raubzug. Hört mich nicht, Lord. Ist ja gut, ist ja gut. So. Hm? Hey, da ist auch noch was. Was haben wir denn da? Flaschen? Oh, die gehen aber nicht kaputt. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier Feines? Oha, Ungläubige. Ich seh's. Schrecklich. Ich frage mich, was der damit eigentlich mit Ungläubigen meint. Bin ich sozusagen der irre Gottheit? Ach so, hier seid ihr Nervenfritzen. Was haben wir hier? Hau die mal kaputt, die wollte so nervig. Die haben mir echt einen Braun weggeschossen. Du hast mich doch hierher geschickt, nicht wahr? Ich weiß nicht, was du meinst, Boreus. Du warst das, weil du wusstest, dass Solarius mich lieber mochte. Fetter Idiot. Kein Wunder, dass Mama davon lief. Lass Mama aus dem Spiel. Mir reicht's. Ich rede nicht mehr mit dir. Gut. Gut. Upsala. Au! Du bist zurück! Hol mich hier raus, bevor ich ihn wieder schrubben muss. Was? Wer hat das gesagt? Tötet mich nicht, Lord! Auf sie! Hm, zum Ernst? Okay, darunter muss ich jetzt wieder. Habe ich hier nicht jetzt irgendeinen Aufzug aktiviert oder sowas? Oder einfach das Tor aufgemacht? Nö, das Tor ist noch zu. Mach mal wo. Mach mal einen auf Wolf. Genau. Nö. Hm. Überlegen. Was machen wir da jetzt? Außer Sachen kaputt machen natürlich. Ist gut, ist gut. Den Hebel brauche ich nicht mehr zu betätigen, oder? Was? Doch. Wie kannst du es wagen? Du hast den Kaiser beleidigt. Und meine Familie. Dafür wirst du büßen. Merkt ihr das? Ist gut. Wie, du kannst dich teleportieren? Der Kaiser missbilligt doch Magie. Das sah ziemlich magisch aus. Bring mich hier raus, Sklavin! Und zwar sofort! Auf keinen Fall! Ihr widert mich an, Fettwanz! Bäh! Was beabsichtigt ihr mit diesem Speckmüll zu tun?
Wir können ihn kochen. Das wäre eine ziemlich lange Verpflegung. Für Monate. Kann ich ihn wann brennen? Was kann ich hier machen? Okay, ich kann es selbst zerhauen. Ganz ehrlich, hatte ich eine Wahl? Wahrscheinlich. Ich meine, was hätte ich machen können? Hätte ich ihn unterwerfen können? Ah, dann habe ich ihn jetzt eben mal getötet. Was soll's. Aber ich möchte jetzt gern gewusst, wie ich das hingekriegt hätte. Vielleicht hätte ich auch Unterwerfungszauber machen können. Stimmt. Aber das schauen wir dann mal. Hallo? Willst du mit mir reden? Upsa, Entschuldigung. Bist du so breit, dass ich hier nicht durchpasse? Achso, ich muss da lang. Besetzt die Stadt von Nordberg. Ach, das braucht 50 Schergen. Ja, ich nehm's. Ich würde zu gern Länder sehen, die nicht zugeschneit sind. Wie wäre es, wenn wir uns wieder ein wenig näher kämen? Perfekt! Ob wir seine Schuhe stehlen können? Ich wurde in der guten alten Zeit mal von einer großen Statue erschlagen. Natürlich nicht richtig erschlagen. Ein guter Anführer geht mit gutem Beispiel voran. Wenn das nichts hilft, tragt Uro Gewalt auf. Endlich habt ihr einen dunklen Turm, der eurer würdig ist. Hier lebst du also? Schon besser als Nordberg. Immerhin ist es schon mal warm. Aber das Ding ist seltsam. Was ist das? Eine Art Walnuss mit Ohren? Zeigt doch eurer neuen Mätresse mal die Privatgemächer. Ja, dann sehe ich, wo meine Felle und Jagdtrophäen hinkommen. Ich warte oben auf dich, Zauberer. Man kauft dir doch mit einem Teil eures Goldes für ihre Privatgemächer hübschen Tand. Frauen lieben den Tand. Außerdem, wer will nach einem harten Tag des Tötens noch eine wütende Mätresse? Also, das ist mir jetzt doch zu Real-Life-lastig. Er brachte Furcht ins Land. Der Knabe ist zum Mann gereift. Herrscht nun mit finsterer Hand. Jeps. Schergenernter. Die Lebenskraft ist gesammelt. Die Schergen freuen sich. Sie folgen ihrem Herrn und töten meisterlich. Alles klar. Also, ich finde, bevor wir die... Spuck das aus! Genau. Bevor wir die Privatgemächer anschauen, bevor wir mit der Besichtigung weitermachen und die Schmiede aufsuchen des allem anderen, machen wir eine Aufnahmepause. Da gibt's was, um sich aufs nächste Mal zu freuen, nicht wahr? Also, bis bald. Bis zur nächsten Aufnahme, bis zum nächsten Mal. Ist für euch sowieso keine lange Zeit. Ich setze die Folgen sowieso immer Tag für Tag ran. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Zu Let's Play Overlord 2. Tschüssilein.